Mein Name ist Stefanie Warnke. Ich bin seit 13 Jahren hier Pastorin in dieser wunderschönen Kirche in Hohenaspe. Die Kirche ist im Grundstock von vor 1148. Da ist die erste urkundliche Erwähnung. Das bedeutet, sie stand auf jeden Fall schon vorher hier auf dem Kirchenhügel, einem heidnischen Kultplatz. Und was diese Kirche wirklich auszeichnet, das ist unser spätgotischer Klapp-Altar, der Szenen aus dem Leben Jesu erzählt. Und was ich daran besonders schätze, ist, dass man auch nach Jahren noch Neues an ihm entdeckt. Die Kirche ist Lebensbegleiter immer noch. Man trifft sich zu Beerdigungen, zu Trauungen, zur Konfirmation und zu Taufen. Es ist gut, dass sie da ist. Und ich glaube, die Menschen würden sagen, ich weiß, wo ich hingehen kann in der Not, aber da ich keine Not leide, muss ich nicht hingehen. Besonders Spaß machen mir momentan die Taufen. Wir haben wahrscheinlich Corona-bedingt in diesem Jahr sehr viele Taufen. Und die sind durch schöne Musik mit dem Posaunenchor oder mit Gitarrenspielerinnen besonders lebendig. Und ich freue mich, dass die Gemeinde so wächst und vor allen Dingen sich auch verjüngt und dass bei allen Unkenrufen immer noch sich viele Eltern entscheiden, ihre Kinder taufen zu lassen. Natürlich trauen wir auch in dieser Kirche, die Menschen, was ich erlebe, kommen auch von weiter weg. Auch wenn sie jetzt in Hamburg wohnen oder auch in der Nähe von Rendsburg, kommen Brautpaare immer noch hierher, weil es ihre Heimatkirche ist und weil sie gern die Tradition fortsetzen möchten, hier getauft und konfirmiert zu sein und dann hier auch getraut zu werden. Diese Kirche bietet sich tatsächlich auch für Trauung an, weil sie klein und muckelig ist. Und auch mit 50, 60 Menschen sieht die Kirche schon sehr gut gefüllt aus. Wir haben zwei Friedhöfe. Einer ist ein bisschen außerhalb des Dorfes, das ist der sogenannte Neue Friedhof. Ein naturnaher Friedhof, da ist das Besondere des Baumbegräbnis, was auch sehr beliebt ist bei den Menschen. Und dann haben wir unseren alten Friedhof um die Kirche herum mit noch alten Familiengräbern und auch neuen Bestattungsmöglichkeiten wie ein neues pflegearmes Urnenfeld oder auch jetzt hier eine Baumbestattung. Man liegt mitten im Dorf um die Kirche herum, was ich besonders mag, weil so ist es gedacht, der Tod ist mitten im Leben und damit sind die Toten auch mitten im Leben. Und das ist auch nichts, was gruselig ist oder wovor man Angst haben muss, sondern A, es erinnert uns, ja, auch du bist sterblich und B, so wie es hier Leben auf dem Friedhof gibt, wird es noch ein anderes Leben geben nach dem Tod. Und das ist mir auch in meiner Arbeit und in meinem Sein, in meinem Glauben sehr wichtig. Deswegen freue ich mich, dass um die Kirche herum hier noch ein Friedhof ist, was häufig ja schon nicht mehr der Fall ist. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Kirchengemeinde ist die Kirchenmusik. Nicht nur die Orgel erklingt an den Sonntagen und an den Feiertagen unsere Orgel, die frisch restauriert und saniert ist, sondern auch unsere Chöre begleiten uns immer wieder. Wir haben den Gospelchor unter der Leitung von Dörte Czajka, den Posaunenchor unter der Leitung von Knut Petscheleit und die Gitarrengruppe unter der Leitung von Silke Hilbert-Tiedemann. Bei Taufen freue ich mich besonders, dass wir von Gitarrenmusik begleitet werden, weil das immer noch mal eine ganz andere Lebendigkeit mit in die Gemeinde hineinnimmt. Mein Name ist Britta Lahan. Ich bin 59 Jahre alt und seit fast 10 Jahren Gemeindesekretärin und Friedhofsverwalterin der St. Michaelis Kirchengemeinde in Hohenaspe und somit erste Ansprechpartnerin hier vor Ort. An meiner Arbeit schätze ich besonders, dass es nie langweilig wird. Auch wenn sich vieles wiederholt, es ist doch jedes Mal anders, weil die Menschen so unterschiedlich sind, die zu mir ins Büro kommen. Seit einigen Jahren bin ich auch im Kirchengemeinderat, weil ich mitentscheiden möchte, was in unserer Kirchengemeinde passiert. Besonders gerne mag ich es, Veranstaltungen mitzuorganisieren, wie zum Beispiel ein Lichterfest oder einen Wohlfühlgottesdienst. Da ich auch in Hohenaspe wohne, fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, was mir besonders viel Spaß bringt.
weiterer Schwerpunkt in unserer Gemeinde ist die Gemeinschaft und das zusammen Feiern. Zum Feiern gehört natürlich auch Essen. Und deswegen stehe ich hier bei uns in unserer Küche, die rein aus Spendenmitteln und ehrenamtlicher Arbeit finanziert worden ist. Die Gemeinschaft erleben wir auch in unserem Gemeindecafé, das monatlich seit einiger Zeit stattfindet. Und ich würde sagen, es treffen sich immer so ungefähr 30 Best-Ager zum Kaffeetrinken, zum Klönen, zum Schnacken. Es ist eine fröhliche Gruppe, die gerne auch mal Musik hört oder auch einen christlichen Text. Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Gemeinde ist dann die Konfirmandenarbeit, die vor allen Dingen ich sehr mag. 20 bis 30 Konfis kommen jedes Jahr in unsere Gemeinde mit ihrer Offenheit, mit ihrer Neugierde, manchmal auch natürlich mit ihren Fragen, mit ihrer Lebendigkeit. Und damit fragen sie auch immer wieder mich an, warum ich eigentlich glaube, was ich eigentlich glaube. Und es reizt mich, meinen Glauben so zu erzählen, dass die Konfis mich verstehen können, vor allen Dingen die Konfis, die zum Teil das erste Mal Berührung mit Kirche haben.